Außenministerin der Vereinigten Staaten von Amerika, Charlotte Field. Starrt die Außenministerin uns an? Ich kenne sie irgendwie. Die Außenministerin möchte mit Ihnen sprechen. Mit mir? Irgendwie kommt es mir vor, dass wir uns beide kennen. So ist es. Im Ernst? Erinnerst du dich? Vor 20 Jahren? Dieser Blick. Flaski? Ja! Was machst du mittlerweile? Ich bin Journalist. Du bist ein toller Autor. Aber manchmal hast du dich nicht im Griff. Ich hab mich nicht im Griff. Wenn sich jemand beherrschen kann, dann ja wohl ich. War so schön, dich wiederzusehen. Und war er mal Ihr Hausmeister? Nein, mein Nachbar und seine Babysitterin war ich auch. Sie haben auf ihn aufgepasst? Wow, wie die Zeit ihre Spuren hinterlässt. Ich suche Schreiber, die meine Reden etwas aufpeppen können. Sein Schreibstil ist hervorragend. Und er kennt mich. Ich krieg echt Angst. Hast du manchmal ein Date? Wer will mir schon hinterherreisen in der Hoffnung, dass ich mal 5 Minuten zärtlich zu ihm bin? Ja. Wir wären fast draufgegangen. Ja, aber nur fast, oder? Wir bringen sie hier weg. Danke, Agent M. Wir haben einen Notfall. Ich habe ein riesengroßes Problem. Was ist passiert? Ist das Wasser alle? Sie hat mir den Scheiß gekauft, okay? Das ist ein traditioneller schwedischer Anzug. Hier sieselt weit und breit kein einziger Schwede rum, der sowas hat. Nächstes Mal können Sie ja Ihren eigenen Anzug mitbringen. Es ist wie in Pretty Woman. Nur ist sie Richard Gere und du Julia Roberts. Das Schicksal ist auf deiner Seite. Fred, wir gehen zu mir. Wir müssen an der Rede arbeiten. Jetzt gleich. Bin ich zu dominant? Nein, nein, ganz und gar nicht. Wir machen jetzt genau das, was du dir vorstellst. Und danach drehst du mich um, haust mir fest auf den Arsch und wirkst mich ein bisschen. Oh mein